Hey Leute, von diesem Smartphone haben viele wahrscheinlich noch nie was gehört, aber es ist ernsthaft beeindruckend und in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die Vorderseite ist nur ein Display, ohne Loch oder Notch, der Akku ist gigantisch groß, es steckt der neueste Snapdragon-Prozessor drin und die Kamera ist ein Traum für jeden Fotografen. Tja, und das alles nur für 679 Euro. Das hier ist das Nubia Z60 Ultra und ich habe es mir genauer angesehen. Von Nubia haben sicherlich die wenigsten schon mal was gehört, aber die Marke ist in Asien super bekannt. Zu ihnen gehört auch Red Magic, das ist eine Gaming-Phone-Reihe. Sie machen alles ein bisschen anders als die anderen und das wird schon beim Design mehr als deutlich. Das ist das kantigste Smartphone, was ich jemals in Händen gehalten habe. Die Ecken, der Rahmen und auch das elefantös große Kameraelement, einfach alles ist ein Kasten. Es fühlt sich deswegen brachial, aber auch super robust an. Es ist IP68 zertifiziert und sogar der geriffelte rote Powerbutton strahlt irgendwie was Aggressives aus. Einmal ist mir das Smartphone leider aus Brusthöhe auf einen harten Steinboden gefallen und von dieser winzigen Delle abgesehen ist nichts passiert, aber ihr solltet den Boden mal sehen. Das Smartphone wirkt so, als wäre es Teil von Batmans Gadget-Gürtel. Das Display ist 6,8 Zoll groß und weil es so kantig ist, wirkt es sogar noch ein bisschen größer. Es wird maximal 1500 Nits hell, es hat 400 Pixel pro Zoll und natürlich 120 Hertz. Allerdings ohne LTPO, um Strom zu sparen, deswegen kann es nur auf 60 Hertz wechseln und das macht es für meinen Geschmack auch zu oft, deswegen habe ich das Display durchgängig auf 120 Hertz gestellt. Es gibt kein Loch, die Selfie-Kamera ist unter dem Display, man kann die nicht sehen, selbst wenn man ganz genau hinschaut, das habe ich noch nie so gut umgesetzt gesehen. Dafür ist dann aber die Selfie-Qualität auf einem anderen Level beschissen. Sieht aus wie ein Aquarellfilter und die vorinstallierte Schutzfolie macht das sogar noch schlimmer. In Videoanrufen sieht wahrscheinlich sogar das erste Samsung Galaxy besser aus. Wisst ihr was? Die Zeit nehmen wir uns, oder? Das vergleichen wir. Okay, hier Nubia und hier Samsung. Ja, okay, vielleicht nicht ganz. Aber ihr versteht, was ich meine. Aber wenn man gerade keine Selfies macht, dann ist es halt schon geil, Fotos oder Videos so ganz ohne Unterbrechung auf so einem riesigen Display anzuschauen. Das sollte in Zukunft überall so sein. Neben dem Snapdragon 8 Gen 3 sind 8 GB RAM und 256 GB UFS 4.0 Speicher verbaut. Das ist technisch das Beste, was man gerade bekommen kann. Super effizient, kühl und leistungsstark. Der Prozessor hat viel künstliche Intelligenz an Bord, aus der holt Nubia aber leider nichts raus. Es gibt einfach keine nennenswerten Features mit KI. Allgemein wirkt diese Software lieblos auf mich. Sie sieht wie etwas aus, was jemand gestaltet hat, der weder Motivation noch Zeit hatte. Bei sowas frage ich mich dann, warum man nicht einfach reines Android nimmt. Das wäre weniger Arbeit für alle und schöner obendrein. Allgemein hat Nubia kaum eigene Ideen. Es gibt auch ein paar Übersetzungsfehler, die Performance ist nicht immer rund, Apps stürzen häufiger ab als anderswo, der Fingerabdrucksensor reagiert nur so lala und Animationen wirken entweder irgendwie zu schnell oder zu langsam. Das ist nicht die Qualität, wie man sie bei einem Google Pixel, Samsung Galaxy oder iPhone bekommen würde. Und das Update-Versprechen ist auch ein Witz. 3 Jahre Sicherheitsupdates klingen noch okay, aber sie garantieren nur noch ein Update auf Android 15, also etwa ein Jahr. Das ist einfach nur frech. Was die Performance von Spielen angeht, kann ich mich aber nicht beschweren. Das hier ist die aktuell stärkste Grafikeinheit und das merkt man natürlich. Und auch der Akku hilft da, denn der ist sage und schreibe 6000 mAh groß. Das sind 1000 mAh mehr als bei einem Pixel oder Galaxy. Und das merkt man auch. Das Gerät ist nicht das dünnste oder leichteste, aber der Akku läuft und läuft und läuft. An einem Tag habe ich es nie leer bekommen. 6 bis 8 Stunden Displaynutzung sind gar kein Problem. Und mit dem 80 Watt Netzteil wird in 45 Minuten von 0 auf 100% geladen. Da traue ich dem fehlenden Wireless Charging wirklich nicht hinterher. Doch weil die Software halt nicht optimal optimiert ist und das Display kein LTPO unterstützt, konnte ich mit dem Galaxy S24 Ultra sogar noch etwas längere Akkulaufzeiten bekommen, obwohl es ja einen deutlich kleineren Akku hat. Mein absolutes Highlight am Nubia Z60 Ultra ist die Kamera. Und das liegt in erster Linie an den Brennweiten. Das ist keine 24mm Hauptkamera wie bei allen anderen Smartphones, das sind 35 mm. Ein etwas engeres Sichtfeld also. Das ist die Art Objektiv, die Fotografen am liebsten mögen. Die Blende ist auch sehr offen mit f1.6 und deswegen hat man sehr viel natürliches Bokeh, so ganz ohne Porträtmodus. Die Fotos sehen dadurch weniger aus wie mit einem Smartphone, sondern eher mit einer Kompaktkamera gemacht. Und damit nicht genug, Nubia hat Filmemulationen eingebaut, also Farbfilter, die versuchen so auszusehen wie analoger Film, also wie bei Fuji-Filmkameras. Und man kann sogar Filmgrain aktivieren und die Belichtung sowie den Weißabgleich auch im Automatikmodus modifizieren, also dass Fotos beispielsweise immer etwas dunkler und wärmer sind.
Es gibt dafür sogar extra einen Street Photography Modus. Das ist wirklich alles Next Level und wirkt, als hätten hier ein paar leidenschaftliche Fotografen mitentwickelt. Neben der 35mm Hauptkamera gibt es noch einen 50MP Ultraweitwinkel, der ebenfalls eine verhältnismäßig offene f1.8 Blende hat und sogar optische Bildstabilisierung. Die Telekamera hat 85mm, 64MP und eine 3.3er Blende. Die ganzen Einstellmöglichkeiten und Brennweiten wirken näher an einer echten Kamera als an einem Smartphone und das erklärt dann vielleicht auch, warum dieses Kameraelement so groß ist. Es gibt hier inzwischen Smartphones in Kooperation mit Hasselblad, Leica oder Zeiss, aber keiner von denen kam auch mal im Ansatz auf die Idee, das Objektiv von der Brennweite zu verändern. Und das ist halt einfach ein kluger Schachzug, weil die normale Fotoqualität von Nubia überhaupt nicht mit Google, Samsung oder Apple mithalten kann. Normale Fotos hiermit sind oft komisch belichtet und die Farben gefallen mir auch nicht wahnsinnig gut. Aber durch die Filmemulation kann man einen ganz besonderen Look bekommen und wirklich auffallen. Ich konnte in den ersten Tagen gar nicht aufhören, damit Fotos zu machen und ich war immer sehr begeistert vom Ergebnis. Klar, das wird nicht jedem gefallen und der Ansatz ist auch weit von perfekt. Also die Filmemulationen sind nicht immer so geschmackvoll wie die von Fujifilm. Der Autofokus liegt gerne mal daneben und der Sensor der Telekamera ist nicht super scharf und hat einen sichtbaren Violettstich in schlechtem Licht. Aber weil dieser Look eben so besonders ist und es so Spaß macht, damit zu fotografieren, kann man darüber leicht hinwegsehen. Es ist clever, dass sie ihre Schwächen mit diesen kreativen Umsetzungen gut kaschieren können. Fazit: Im ersten Moment denkst du vielleicht 679€ und dafür so ein Design, Display, Prozessor, Akku und Kamera, ey, das wird mein nächstes Smartphone. Und dann fängst du an, genauer hinzuschauen und du merkst, das ist nicht ganz schön, das klappt nicht richtig gut und die Software ist alles andere als optimal. Und die Sache mit Software ist, alles kann gut sein, aber wenn die schlecht ist, ist einfach die gesamte Erfahrung nicht sonderlich angenehm. Und ich hätte für den Preis über vieles hinwegblicken können, aber dass es nur ein Jahr lang Android-Updates gibt, ist eigentlich ein absolutes No-Go. Ich würde daher eher zu einem Nothing Phone 2 oder Pixel 8 greifen, die das rundere Gesamtpaket sind und auch nochmal ein ganzes Stück günstiger. Aber trotzdem hoffe ich, dass einige Hersteller sich von dieser Kamera hier mal was abschauen. Also wenn Google Pixel mit 35mm Kamera rauskommen würde, das wäre einfach nur krass. So, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.